Offline. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich mit euch zusammen Eier färben. Und zwar habe ich das im Varoma gemacht. Ging ganz einfach, flott. Die Eier sind nicht kaputt gegangen beim Kochen, weil die ja im Varoma gekocht werden. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch in einem ganz kleinen Film. Das ist für Eier färben. So sieht das aus. Und zwar hatte ich da so vier Beutel drin und vier verschiedene Farben. Und ich habe gedacht, ich mache das mit dem Thermomix. Und zwar habe ich jetzt hier schon 1 Liter Wasser reingemacht, was jetzt kochen soll. Und so, und im Beutel kann man erstmal 300 Gramm Wasser rein. Das wiege ich hier ab. So, ich stelle das jetzt mal auf 0. Ich hoffe, es klappt jetzt hier, ja. So, ganz vorsichtig festhalten. Und so, jetzt haben wir 300 Gramm. Wasser rein. Jetzt suchen wir uns eine Farbe aus und geben die auch mit rein. Eben einmal aufschneiden. Ich gebe die ganze Farbe rein. Gebe einen Schuss Essig mit rein. Und 3 Eier. Ich gebe einfach mal 4 Eier und schaue mal, ob das auch geht. So, das verschließe ich jetzt. So, verschließen und im Varoma reingeben. Wie gesagt, ich gebe 4 rein und im Varoma reingeben. Also hier sind jetzt die ganzen Eier drin und als erstes geben wir den Rühreinsatz in den Varoma rein. So, und geben dann die ganzen Eier. So machen wir das. Verschließen. So sieht das jetzt aus. Wie gesagt, die ganzen Eier sind jetzt hier. 16 Eier reingemacht. Und lass das jetzt für so und lassen das für 30 Minuten Varoma auf Stufe 1 oder 2. Ich habe ja vorhin schon für 10 Minuten 100 Grad auf Stufe 1 das Wasser erwärmt. Jetzt einfach die Spitze abschneiden. So, jetzt vorsichtig die Eier rausnehmen, weil die sind super heiß. Und erstmal hier einmal abkühlen lassen.